Das zweite Beet ist noch ein bisschen sonniger gewesen als das erste. Sie sind also beide recht sonnig. Und auch da haben wir noch mal so eine kleine Mischung aus Stauden und Kräutern gepflanzt. Genau, Tilly haben wir unser Maskottchen genannt, unseren Wollschweber. Da waren schon ein paar Ringelblumen ausgesät, auch die durften natürlich größtenteils bleiben. Ein paar wurden umgesiedelt. Da haben wir auch wieder ein bisschen Kompost eingearbeitet und dann hier einige sonnenliebende und recht robuste Stauden dazu gepflanzt, die wir gleich nochmal alle sehen. Haben hier zum Beispiel so einen großen Steppenlavendel, nicht Lavendel, Steppensalbei, der Lavendel ist aber auch dabei. Und die Katzenminze, so da sieht man sie jetzt in der Mitte, den Salbei, die Katzenminze, weil das einfach so schöne Dauerblüher sind, genau wie auch der Lavendel vorne links, die im Grunde den ganzen Sommer über blühen und also wirklich viele Insekten anziehen. Und sowas lässt sich halt immer ganz gut ergänzen mit ein paar Pflanzen, die dann noch früher oder später blühen. Und da das so ein sehr sonniges, warmes Beet hier ist, haben wir hier vorne rechts und hier oben die zweite von links sozusagen, so ein paar Sukkulenten noch dazu gepflanzt. Die sind also auch super geeignet, wenn man zum Beispiel einen sehr sonnigen Balkon hat oder eine sonnige Dachterrasse oder so, weil die wirklich mit sehr wenig Wasser auskommen. Und auch sehr robust sind, die Sonne vertragen und im Frühjahr auch schön blühen und auch viel Insektennahrung liefern. Ja, ansonsten haben wir hier noch eine Skabiose in der Mitte und vorne eine Marguerite, die gerade noch ein bisschen traurig aussieht, aber nach Wassergabe sich auch schnell wieder erholt hat. Und gerade solche Korbblütler wie die Marguerite sind dann zum Beispiel für unsere Käfer oft auch ganz gut geeignet, weil sie eben da gut an die Blüten rankommen.